Hallo ihr Lieben. Hi. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir bzw. von uns. Die Vivi ist bei mir zu Besuch und sie wird heute Fauni reiten. Dieses Privileg, sage ich jetzt einfach mal, haben nicht viele. Und wir haben uns gedacht, ich muss gerade runterschlucken, bin ein bisschen nervös. Wir haben uns gedacht, wir nehmen euch jetzt einfach mit am Stall und ja. Habt ganz viel Spaß bei dem Video. So, wir sind gerade am Stall angekommen. Ich habe der Vivi schon das Halfter in die Hand gegeben, wie ihr sehen könnt. Und jetzt holen wir uns die Fauni. Und dann wird sie erstmal geputzt. Hier ist es so, dass wir hier mal den Griff. Das hat nämlich die Gabi bei uns gemacht. Voll cool. Das hat die genäht. Weil dann kann man nämlich die Tür zumachen und es bleibt warm drinnen. Und man kann trotzdem noch die Türe aufmachen. Weil sonst müsste man wieder von der anderen Seite eben reingehen und das ist dann immer ziemlich aufwendig. Deshalb ist das sehr, sehr cool. Heute ist es sehr, sehr windig. Also wir haben Glück, dass es nicht regnet. Die Sonne ist da hinten auch, wie ihr sehen könnt. Aber es ist super, super windig. Ja, geputzt ist auch noch nicht heute. Und Fauni steht beim Essen. Ja, grüß dich. Da guckst du, ne? Wir sind da und ich habe dir jemanden mitgebracht. Ist es was, hä, Fauni? Grüß dich, du Fellkugel. Hi. Ja? Hast gerade Mittagessen hier? Ja. Vivi, was sagst du zu der Stehmähne? Ja? Vivi kennt sie nämlich noch nicht mit Stehmähne. Sie hat sie letztes Mal gesehen, da hatte sie... Ich war sehr geschockt, dass sie es abgeschnitten hat. Es waren, glaube ich, mehrere. Nee, aber ist echt cool. Ja, doch, es wächst auch. Und vielleicht habt ihr auch mein Update zur Mähnenschneiderei gesehen. Fauni, wir hören jetzt halt auf, weil die Vivi ist extra da. Vivi, setz dich durch. Na, du, komm die nächste Nase hierher. Hallo. Ja, Fauni ist da mit dem Essen, ist sie recht, richtig, so, nein, das ist mein Essen. Ja. Jetzt hat sie sie. Und schon ist der Kopf wieder unten, Vivi. Aber du hast sie wenigstens. Schau, alles gut. Ansonsten gibt's Ärger, Fauni. Benimm dich. So, wie gesagt, die Fauni wird jetzt halt von der Vivi geritten. Zuerst wird sie erstmal geputzt, aber da die Fauni gar nicht so dreckig ist, glaube ich, wird sie gar nicht so lange geputzt. Naja, die Vivi macht es schon. Auch mal schön heute einfach nur mitzufilmen. Und ja, Fauni hat keinen Bock. Was ein Benehmen heute. Ist ganz lustig, wie die Fauni dann auch reagiert bei anderen Leuten. Findest du nicht, Vivi? Ja. Ja. Die meint, sie kann sich noch mehr durchsetzen. Ja, genau. Noch. Das ist gut. Ja, es ist sehr windig. Ich habe mich leider zu frisch angezogen, wenn ich ehrlich bin. Fauni probiert wieder stehen zu bleiben. Darf sie bei mir? Ja, sie darf stehen bleiben. Jetzt muss sie erstmal. Ja, das darf die Fauni bei mir. Und dann kommt sie eigentlich meistens immer mit. Ganz brav. Ja. Genau, jetzt hole ich schon mal den Putzkasten. Du kannst sie hier hinstellen, schau. Wir haben hier extra so Anbinderinge. Und brave. Du Feine. Grüß dich, Schatz. Geht's dir gut? Wir sehen können, Vivi ist fertig, oder? Jupp. Fauni ist blitzblank. Ta-ta-ta-ta. Und der Schweif, sie war schon mal da. Und danach war der Schweif immer bombastisch und jetzt ist der Schweif wieder bombastisch. Oh, schaut's euch an, der Schweif ist einfach richtig krass. Sie hat so einen krassen Schweif und schaut mal, was ich hier probiert habe. Das darf ich gar nicht zu laut sagen, aber das werde ich dann machen, wenn die kleine Schermaschine da ist. Ich wollte nämlich hier ein Herz reinmachen. Und wie ihr sehen könnt, ich habe richtig gut angefangen, aber meine Schermaschine, die ich euch schon mal gezeigt habe, ist einfach zu groß. Und ich habe mir jetzt bei Löstau eine kleine bestellt. Die war auch gar nicht teuer. Ich glaube, die hat 14 Euro oder so gekostet. Und mit der möchte ich dann hier so ein kleines Herz machen. Aber ich glaube, man erkennt schon die Form. Wie würdest du es erkennen? Schon, oder? Ja, die Hilfe.
Die Hälfte. Aber ja, wenn es soweit ist, sage ich euch natürlich Bescheid und kann euch dann natürlich auch mitnehmen. Wenn ihr das sehen möchtet, schreibt mir gerne einen Kommentar, ob ich das auch filmen soll. Weil den Ansatz habe ich nicht gefilmt, aber bis die Schermaschine da ist, die hat nämlich auch eine ganz schöne Lieferzeit, ist das wahrscheinlich auch wieder ein bisschen verwachsen. Ne, Fanny? Züngelst du schon wieder da vorne oder was machst du? Langeweile hier. So, Vivi sattelt sie jetzt und trennt sie und dann geht's los. So, Fauni ist fertig. Gibt jetzt auch gleich wieder was zum Essen. Vivi, wie war's? Gut. Voll cool. Hat Spaß gemacht. Ja. Komm, die Fauni kommt zu uns. Kommst du rein? Das ist aber nicht erlaubt. Geh zurück. Komm. Schnell. Zurück. Vorsichtig. Komm nochmal rauf. Ja. So, und jetzt zurück. Komm. Gut. Fein. So, wir machen mal hier kurz zu. Du bleibst draußen oder du bleibst hier. Weil ich koche ihr nämlich gerade nochmal hier Kräuter auf. Das Wasser wird hoffentlich warm. Ja, es wird gerade erhitzt. Und weil die mir schon mal gehustet hat und deshalb mache ich jetzt gerade so eine Hustenkräuterkur. Das wird aber unter das Essen gemischt von der Fauni. Ihr wisst ja, ich füttere das Pegos-Futter dazu. Und ja, das schmeckt der Fauni einfach unglaublich gut. Und da sie heute auch ein bisschen was gearbeitet hat, mit der Vivi, die gerade hier nochmal rumschmust mit ihr. Ja, kriegt sie natürlich heute auch nochmal ein Müsli. Ja, Vivi hat auch schon gesagt, dass sie findet, dass die Fauni viel besser läuft, auch jetzt hier auf dem Sandplatz. Madam, wir bleiben draußen, ne? Ja? Ihr zwei Süßen. Und Vivi durfte heute galoppieren. Letztes Mal auf dem Sandplatz ging das ja nicht und jetzt hat sie sich echt gefreut. Und wisst ihr, was sie gesagt hat? Sie hat gesagt, man schwebt richtig. Ja, und alle Gedanken. Man fühlt sich frei und alle Gedanken sind weg. Ja, Fauni wird jetzt gerade hier ein bisschen ungeduldig. Ihr kennt es ja. Ich habe euch ja das schon mal gezeigt. Gerade auch, wenn ich am Abend da bin. Und da hat sie auch selber dann die Türe zugemacht, weil sie so zwider war. Naja. Ich lade gerade übrigens den Akku von unserem Fontus. Von Bosch, das ist unser kleiner Stallhelfer. Das ist echt praktisch und ist mit Akku betrieben, also mega geil. Werdet ihr aber bald mehr erfahren. Ja, wie gesagt, jetzt koche ich das noch auf und dann gibt's Essen. Schaut sie euch an, die fleißige. Fauni hat nämlich auf den Sandplatz gekackt und die Vivi ist so fleißig und holt die Kacke wieder. So süß, wie sie ausschaut. Ne, Fauni? Hat Spaß gemacht. So, wir zwei oder wir drei verabschieden uns jetzt. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video mit Vivi und mir und Fauni
okay, mit Fauni, Vivi und mir gefallen. Und ja, Fauni frisst jetzt halt noch brav hier, hat sie auch verdient und schmatzt, wie ihr hören könnt. Und wir zwei verabschieden uns jetzt. Und ich hoffe, du kommst nicht bald wieder besuchen. Ja, sehr gerne. Und ja, bis dann. Tschüss.